Hi und herzlich willkommen. Ich bin endlich wieder im Phantasialand nach 2 Jahren. Und wir starten heute eine neue Videoreihe. Ich entdecke die Themenwelten des Phantasialands. Und wir fangen mit diesem wunderschönen Themenbereich an, Berlin. In Berlin fühlt ihr euch zurückversetzt in das Berlin der goldenen 1920er Jahre. Im Wintergarten erwartet euch die große Artistikshow Nobis und da schauen wir natürlich auch rein. Und jetzt sind wir hier am Kaiserplatz gelandet, dem zentralen Platz im Phantasialand. Ich bin so froh, wieder da zu sein. Es ist einfach nur geil. Hallo Phantasialand, hallo Berlin! Der Wellenflug ist das Zentrum des Kaiserplatzes. Ihr seht es ja, hier fliegt ihr über Fontänen hinweg. Also richtig, richtig schön. Und im Eiscafé Annie Himmelreich könnt ihr wirklich richtig gutes Eis genießen von einem italienischen Weltmeister. Also nicht irgendwelches Eis aus Industrie, sondern ein richtig gutes Eis. Direkt bei nebenbei Mauso Chocolat müsst ihr einem Berliner Tortenfabrikant helfen, dass er die Mäuse wieder los wird, die seine Konditorei, seine Produktion überfallen haben. Ein richtig toller, ja, Themenbereich, eine richtig tolle Themenfahrt, wo ihr eben mit Spritztüllen auf Mäuse schießen dürft, mit Sahnekugeln, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ist auch wirklich echt toll thematisiert. Wie eigentlich alles hier im Phantasialand. Und von diesen Liegestühlen habt ihr einen richtig geilen Blick auf den Themenbereich Berlin, aber allem natürlich auf den Kaiserplatz. Heute ist zwar viel los, aber es ist bewölkt und nicht zu heiß. Aber es ist schon gut besucht, der Park, wenn ich hier so rumschaue. Und wir gehen noch auf Entdeckungsreise durch den Berliner Themenbereich oder Themenwelt, wie es seit neuestem heißt. Denn das Phantasialand versucht oder ja, seine Themenwelten einfach noch mehr zu gestalten, noch inversiver, das heißt eintauchen und dass man sich wirklich jetzt im Berlin der 1920er Jahre fühlt und nicht, ja, woanders. Und man sieht hier auch nicht raus aus dem Themenbereich und das finde ich schon richtig gut. Gibt es auch Plüschtiere von den verschiedenen Drachen zum Beispiel. Richtig nett. Da eine Fließdecke, das hier ist Quetzal. Im Haus der 6 Drachen gibt es natürlich einiges an Merch zu entdecken. Da werde ich vielleicht später noch mal genauer reinschauen.
werde mir sicherlich auch das ein oder andere mitnehmen. Die Passage hinter mir ist der Verbindungsweg zum Themenbereich Fantasy. Aber jetzt schauen wir auf jeden Fall nach Ruckburg. Eine Themenwelt, die eigentlich Alt-Berlin oder Berlin angegliedert ist, wo sich der neue Flying Launch Coaster Fly befindet. Das Hotel Tartuffe ist eine ganz besondere Attraktion. Dort könnt ihr durchlaufen und ganz verrückte Dinge erleben. Ja, eben das verrückte Hotel Tartuffe. Jetzt auf nach Ruckburg. Auch hier der Eingang ist schon richtig geil wieder thematisiert hier. Was soll ich sagen? Ich bin wieder da. Es waren jetzt doch 2 Jahre, wo ich nicht hier war. Und ist immer noch richtig, richtig schön hier. Dieser Steampunk-Stil finde ich immer noch geil. Im Moment scheint Fly gerade eine Störung zu haben. Tut sich gerade nichts, aber vor mir sehe ich das Hotel Charles Lindberg, wo ihr in einer Experience exklusiv übernachten könnt, inklusive 2 Tage Eintritt, einer Übernachtung, einem exklusiven Frühstück und einem ganz besonderen Abendessen. Ich habe dazu schon mal ein Video gedreht, verlinke ich euch im i-Punkt hier und jetzt. Und jetzt weiterhin viel Spaß hier in Berlin bzw. in Ruckburg. Auch zum Hotel hinter. Es ist echt sowas von krass. Und im Restaurant Urberg könnt ihr wirklich leckere Burger Bowls, Pommes und vieles mehr genießen. Und abends wird hier auch das leckere Abendessen serviert für die Hotelgäste. Und ganz wichtig, Hotel Charles Lindberg ist nur für Hotelgäste zugänglich. Da kommt ihr als normaler Parkbesucher gar nicht rein. Schipper hinter mir, da gibt es richtig geiles Sandwich, also richtig dick belegt, da wird man richtig satt von. Das Essen im Phantasialand ist ja wirklich unglaublich gut. Und jetzt schauen wir auf jeden Fall in Emilys Schokoladen- und Candy-Werkstatt vorbei, da gibt es nämlich selbstgemachte Schokolade und Bonbons. Hat Emilys Schokoladenshop noch zu, die machen um 12 Uhr auf. Schauen wir nachher noch mal vorbei.
aber natürlich ist Humbug so richtig schön thematisiert. Unglaublich, bis ins kleinste Detail. Genauso auch wie der Zugang hier. Das kann das Phantasialand einfach. Richtig gut thematisiert, das haben sie drauf. Und wir schauen uns nochmal in Berlin um, bevor es dann in den nächsten Themenbereich weitergeht. Aber das dann in einem neuen Video. Und hier bei Törtchen und Co. gibt es leckere Törtchen natürlich, Eclairs und Schoko und Schaumküsse. Und da werden die Dinger wohl hergestellt. Ein richtig schönes Café zum Verweilen hier. Bei Törtchen und Co. möchte ich heute auf jeden Fall auch noch mal reinschauen und mir da was gönnen. Alles handwerklich zubereitet, muss man sagen. Und ihr könnt euch ein Törtchen, ein Eclair oder auch Schaumküsse zusammen mit einer Getränkespezialität gönnen. Ja, jetzt bin ich raus aus Nobis. Eine richtig tolle Show mit Artistik, Gesang und Tanz. Also müsst ihr unbedingt rein. Und auch die Joelle Löffelhardt hat eine richtig tolle Stimme. Die kann schon singen. Und ja, wie gesagt, unbedingt anschauen im Wintergarten hier in Phantasialand in Berlin. Jetzt habe ich noch einen kleinen Besuch in Emilys Schokoladenwerkstatt abgestattet. Wirklich richtig gute Schokolade gibt es da in allen möglichen Ausführungen und Variationen. Und auch die hausgemachte Marmelade aus dem Phantasialand könnt ihr dort auch käuflich erwerben. Pirates in 4D ist auf jeden Fall immer wieder ein Klassiker, ist natürlich schon ein alter Film, nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber macht immer wieder Spaß, den sich reinzuziehen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit meinem Video aus der Themenwelt Berlin hier im Phantasialand. Ich hoffe, ich konnte euch so zeigen, was es alles zu erleben gibt hier in diesem Themenbereich. Ja, und wir machen weiter mit dem nächsten Video, denn das ist eine Serie. Also folgt mir weiterhin durch das Phantasialand.